Ja, 18 Tore aus 5 Spielen, das ist die beeindruckende Bilanz, mit der der SC Paderborn am 6. Spieltag ins Millerntor-Stadion kommt. Klar, 7 davon fielen am letzten Wochenende gegen Holstein Kiel, aber das Ganze erinnert schon an die ein oder andere Spielzeit der vergangenen Jahre, als Paderborn am Ende den Aufstieg schaffte. Noch ist es weit entfernt, aber der SC Paderborn ist nach 5 Spieltagen zumindest mal Tabellenführer der zweiten Bundesliga und war ja auch in den vergangenen Jahren durchaus immer wieder dran. Heute also die Gäste in den mintblauen Trikots von rechts nach links mit Muslia gleich mal im Vorwärtsdrang. Smarsch hält Leipertz nochmal Platte, verpasst den Ball um Zentimeter. Erste Gelegenheit für die Gäste aus Paderborn. Heute mit Hünemeyer in der Verteidigung für Hoffmeier. St. Pauli mit Zander hinten rechts für Saliakas. Paderborn mit Platte. 6 Minuten gespielt. Gleich 2, 3 gute Möglichkeiten. St. Pauli braucht nach dem 0:2 gegen Rostock lange, um ins Spiel zu kommen. Bereits eine Viertelstunde gespielt. Das ist Hartl. Eggestein zunächst mal geblockt. Smith versucht es aus der Distanz. Das Ganze abgepfiffen, weil er am Ball war und weil er wie 3 seiner Teamkollegen im Abseits steht. Die gesamte St. Pauli-Offensive hier an der falschen Position. Okay, es war auch nicht so geplant. Aber St. Pauli jetzt im Spiel mit Hartl. Martanovic. Nochmal Hartl. Das ist Irvine. Weiter für Daschner. Und nochmal Daschner, Zander, Irvine, Smith, Eggestein. Das geht zu leicht. Auch am letzten Wochenende hat Paderborn 2 Tore kassiert. Wenn man vorne 7 schießt, redet niemand drüber. Klar ist aber auch, die Defensive war auch schon in den vergangenen Jahren bei manchem Spektakel durchaus die Schwachstelle. Halbe Stunde gespielt, die Gastgeber jetzt dominierend. Smith für Hartl. Das ist der Kapitän, Linksverteidiger Pakarada, Martanovic. Smith, Eggestein, Johannes Eggestein kommt durch gegen Van der Werf, muss den Ball aber natürlich aufs Tor bekommen. So die nächste fahrlässig vergebene Gelegenheit, Wiedergutmachung zu betreiben nach dem bitteren, enttäuschenden Auftritt vor einer Woche in Rostock. 10 Minuten noch bis zur Pause, Paderborn mal wieder mit Pieringer, Justwan. Wo ist eigentlich die starke Offensive? Hier vielleicht mit Muslia. Platte, Smarsch, Muslia. Und dann ist es doch der SC Paderborn mit dem 1:0 durch Florenz Muslia. Bisschen Glück ist auch dabei für die Gäste. Aber es ist das 8. Tor in dieser Woche für das Team von Lukas Kwasniok. Es geht genauso weiter wie gegen Kiel. Vorne werden die Tore gemacht. Smarsch ist da gegen Platte, kriegt den Ball aber nicht besser weg. Dann ist keiner bei Muslia, der es selber eingeleitet hatte, mit dem Ball nach vorne. Und so ist es dann doch das Gegentor für St. Pauli und das 1:0 für Paderborn. Letzte Minute vor der Pause wird's die Halbzeitführung. St. Pauli nochmal über rechts mit Zander. Das ist zu leicht. Smith vergibt tatsächlich diese Gelegenheit. Gut noch dran, aber das muss es sein. Das muss der Ausgleich sein für St. Pauli. Aber es gibt noch eine Ecke im ersten Durchgang für den Kapitän, für Pacharada. Eggestein. Zunächst mal raus. Daschner. Nemeth. Nochmal mit dem zweiten Ball für Martanovic. Hut wieder dran. Der Ball drin. St. Pauli mit dem Ausgleich. Noch vor der Pause durch Martanovic. Hochverdient. Bessere Halbzeit der Gastgeber. Unglücklich hinten. Jetzt mit ein bisschen Glück zum Ausgleichstreffer. Nimmet wartet lange mit dem Ball rein in den Strafraum für Martanovic. Es ist kein Abseits. Und dann hat Paderborns Torwart eben auch Pech. Der Ball rutscht durch die Beine durch ins eigene Tor. Eben noch grandios zur Stelle gegen Smith.
jetzt das Gegentor. Halbzeitstand im Millerntor-Stadion. 1:1 ist der Band tatsächlich gebrochen, ist St. Pauli endlich wieder in der Spur. Zweiter Durchgang. Gleich mal Irvine für Daschner, Matanovic, Eggestein, Hartl, Hünemeyer hat es eigentlich geklärt. Dengste, Eggestein! Obwohl Paderborn eigentlich die Situation schon verteidigt hat, Ballbesitz für Hünemeyer, kommt Eggestein nach dem Fehler zum Abschluss. Riesenglück für die Gäste, dass der Ball hauchdünn vorbeigeht. Stunde gespielt. Paderborn mit Justwan Pieringer. Tolles Debüt vor einigen Wochen im DFB-Pokal, als man Wernigerode deutlich besiegt hat. Es wurde zweistellig damals in Sachsen-Anhalt. Jetzt wieder am Ball. Justwan, der Torschütze, Muslia. Wo ist die Lücke für Paderborn? Hünemeyer, Muslia, Srebeni, Justwan. Gut gespielt, Srebeni. Bis zum Abschluss geduldig von Paderborn auf die Lücke gewartet. Srebeni aber trifft den Ball überhaupt nicht. So ist es keine echte große Chance für Paderborn. Sie sind längst nicht so stark wie am vergangenen Wochenende. 20 Minuten noch, Paderborn mit Srebeni. Geblockt von Nimitz. Muslia. Nochmal Pieringer. Schallenberg, gut gespielt. Srebeni. Etwas zu kompliziert im Abschluss. Zum zweiten Mal Srebeni nach gutem Spielaufbau. Der Paderborner. St. Pauli mit Irvine. Daschner, der eingewechselte Amenido, das ist Daschner, kein Problem für Hut. Medic, nur eine Minute später, Metcalfi für Hartl, zweiter Abschluss, innerhalb von 2 Minuten mal wieder was von St. Pauli, wirklich gefährlich für Hut, wird auch nicht Spiel, plätschert in dieser Phase ein bisschen dahin. Daschner und nochmal St. Pauli über die rechte Seite. Diesmal mit mehr Platz. Daschner. Zander auch nicht wirklich attackiert. Jetzt mal ein bisschen Gegenwehr. Irvine. Amenido. Metcalfi. Harte Klasse gesehen. Wunderschön von St. Pauli. Bis zum Ende kombiniert Amenido mit dem 2:1. So ähnlich war es gespielt, abgezockt und genau überlegt, wo der Ball hin soll. Links raus für Hartl, Amenido mit ganz viel Gefühl gegen Hut, nicht überhastet, einfach draufgeschossen, sondern vorbei am Torwart. St. Pauli dreht das Spiel und ist tatsächlich 10 Minuten vom Ende auf dem Weg zum Sieg gegen Paderborn. Zur Erinnerung, letzte Woche die große Enttäuschung im Ostseestadion, während Paderborn furios zu Hause Kiel besiegte. 8 Minuten noch, gibt's noch was von Paderborn oder kann St. Pauli den Wind mitnehmen? Otto Daschner für Otto! Glück für Paderborn, gleich zweimal. Hut prallt der Ball dann noch fast an den Rücken. Es bleibt beim 2:1. Metcalfi, plötzlich geht wieder was bei St. Pauli. Plötzlich kommen die Offensivaktionen, anders als letzte Woche. Otto, Amenido. Spielbereichert, genauso wie Otto, wie Metcalfi. Gute Wechsel von Timo Schulz, der enttäuscht war nach dem Spiel gegen Rostock und heute offenbar die richtigen Worte gefunden hat. Spätestens im zweiten Durchgang viel zu sehen von St. Pauli. Es gibt nochmal Freistoß für den Kapitän nach Foul von Hünemeyer. Paterada steht bereit. 4 Mann, 5 Mann, kurz das Zeichen. 4 Mann sollen es werden. Die Mauer steht. Und der Freistoß kann getreten werden. Hauchdünn. Leert Paterada. Der Ball senkt sich aber noch gewaltig aufs Tor. Hoch über die Mauer. Genauso steil er wieder runter. Hut fast überrascht. Wäre aber vermutlich da gewesen im Paderborner Tor.
Nochmal St. Pauli, Nachspielzeit. Hartl, Armenido im Doppelpass. Hartl! Nochmal ein guter Abschluss. Marcel Hartl prüft Huth. Von beiden stark gemacht. Von Hartl mit dem Abschluss und von Huth nochmal spektakulär gehalten. An ihm hat es nicht gelegen. Einmal unglücklich beim Ausgleich. Ansonsten von beiden Torhütern ein gutes Spiel. Ecke nochmal. Pacharada, die letzten Sekunden laufen. St. Pauli feiert bereits. Armenido verpasst den Kopfball, aber Daschner steht da. Richtig, Medic. Armenido nochmal für Otto. Letzte Chance, dann ist Schluss. St. Pauli bezwingt Paderborn mit 2:1. Dreht das Spiel nach unglücklichem Rückstand. Am Ende durch das Siegtor von Armenido. Die Wechsel waren es von Timo Schulz, die heute den Unterschied gemacht haben. Und Paderborn, das eben wieder 2 Tore kassiert. Vorne fehlte das Spektakel und dann sind es eben keine Punkte. St. Pauli macht das eiskalt, holt den Sieg und zeigt damit eine starke Reaktion nach dem verlorenen Spiel in Rostock. Der Kiez kann zu Hause wieder feiern.